Hey ho, hier bin ich wieder und man braucht ein Gesicht, also ich. Und heute geht es um die Natasha Denona Love Palette. Und was eben gerade noch in der Post war, gab 20% bei Douglas. Und es geht heute um diese zwei Schätzchen. Einmal die Natasha Denona Love Palette und die Benefit Cheek Stars Reunion Tour. Und die swatchen wir erstmal. Ne? Ist ganz klar, wir haben Zeit. Ich mache gerade eine Homeoffice-Pause. Ich krieg's nicht auf. Das nächste Mal. So, also, so sieht sie von innen aus. Jetzt im Vergleich. Und scheinbar kann man die rauspönöpeln. Hat einen Monsterspiegel. Und das sind die Farben. Wie gesagt, die swatchen wir jetzt erstmal. Da sind zwei. Wo stand das denn drauf? Ich bin da ja auch, ne? Ich glaube, Dream und Commitment. Moment. Ich muss hier lesen. CP, ja. Das sind Cream to Powder. Und dann haben wir hier noch Creamy Matte wahrscheinlich steht für CM. K steht für keine Ahnung. Steht für nee, Matte macht keinen Sinn. Metallic. Cream to Powder. DC steht für Duochrome. Aber was steht denn? K? K. Chroma Crystal? Keine Ahnung. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall sind da zwei Cream to Powder dabei. Wir swatchen. Haben wir einmal First. Lifetime. Lifetime ist so ein K-Ton. Und Heartbeat. Und wieder einmal gebe ich mir die allergrößte Mühe, schöne Swatches zu machen. Da. Ich habe noch kein Tuch rausgeholt. Aber wir haben ja Zeit. Diese Palette ist auf jeden Fall kein Türkiso, den ich mit den inneren Augenwinkel knallen kann. Wer hätte es auch heute nicht gemacht, weil dieser Look, also ich würde gerne heute, wenn ich, also, ne, ich habe noch ein bisschen Homeoffice zu vor mir. Aber ich würde eventuell versuchen, heute noch ein Video zu drehen. Ich wurde ja auf einen, was ist in der Dusche, da wurde ich ja getaggt von der lieben Mrs. Muffin, falls du es siehst, liebe Grüße. Das würde ich heute gerne noch drehen und auf Instagram wurde ich jetzt so positive Vibes, bin noch nicht so ganz durchgeblickt, wo ich jetzt schon von drei Leuten getaggt, dass so ein Foto von mir selbst aufnehmen. Ne? Und dachte ich mir, dann mache ich mich erstmal ein bisschen. Das ist die erste Reihe fertig, das ist Transparent. Achso, habe ich die Namen dazu gesagt? Moment, ich habe das. Ich bin verwirrt. Moment. Also, wir haben First, Lifetime, Heartbeat, Transparent, und Trust. Die zweite Reihe kriege ich noch hin. Heart. Giving. Pure. Oh Gott, sind die weich. Meine Nerven. Heart möchte nicht so im Swatch. Versuche schon mal ein bisschen aufzubauen. Ich mache jetzt die Reihe erst fertig. Müsst ihr euch halt jetzt hier dulden. Dann Commitment und Blind. Commitment ist dann wieder, also es ist einer dieser Cream to Powder. Also, Hard, der ist so ein bisschen mehr im Swatch. Giving,
Pure Love. Commitment ist einer von diesen Cream to Powder und hier oben das Silber ist Blind. Warum der so heißt, das verstehe ich. Ich kriege leider die letzte Reihe nicht auf meine Flosse. Deswegen müssen wir die jetzt mal wegmachen. Aber da kann man ja auch, wenn man sich das irgendwie länger betrachten möchte, kann man ja auch auf Stopp drücken, ne? So, letzte Reihe. Schlumpfhose. Soul, Passion, Intense. Oh, das ist jetzt fies. Das war jetzt noch ein bisschen feucht. Über den Knochen komme ich nicht so richtig drüber. Und Valentine und Dream. Und Dream ist auch wieder so ein Cream to Powder. Naja, Gott, kriege ich das denn mal hin? Naja. Ihr seht also, da sind Soul, Passion, Intense, Valentine und Dream. Jo. Und weil wir hier gerade so fröhlich vor uns hin swatchen, swatchen wir doch auch die Cheekstars Reunion Tour. Ist das verfärbt oder habe ich jetzt einen Knick? Nee. Ich mache mal erstmal hier die Klappe zu. Nehmen wir mal das Ding mal auf. Gekauft habe ich mir die, weil mich diese sind ja, ich sag mal, alte Schätzchen neu aufgelegt. Hier ist auch so ein Knopf, was man lesen will. Von innen sieht die nochmal so aus. Hat Spiegel und hier oben in dem Spiegel sowas, so ein Guide, wie man das machen kann. Zwei verschiedene Looks. Also hinter dem Spiegel, nicht im Spiegel. Und dann hat man hier so ein Moment. So, der Pinsel ist halt, den kennt man ja. So, ist jetzt halt also auf den Kopf. So, tada! Ja, auf jeden Fall, also Hoola habe ich ja schon durch die andere Cheek-Palette von Benefit, die ich habe. Aber ich glaube, das ist so ein OG-Ding. Mich haben aber die neuen Blushes interessiert und der Cookie Highlighter auch. Den wollte ich mir schon mal bestellen. Da gab es irgendwann mal Prozent bei Douglas, aber der war ausverkauft. Den anderen gab es noch. Wie hieß der denn? Cookie und weiß ich nicht. Den anderen gab es noch, Cookie gab es nicht. Und dann dachte ich mir, mich interessiert der Highlighter und die drei Blushes. Und ich habe jetzt, die kostet ein paar 60 Euro normalerweise, ich habe jetzt mit Gutschein und 20% Rabatt 45 bezahlt und ich glaube, ich weiß gar nicht, was die einzeln kosten. War auf jeden Fall ein guter Deal. So. Und ich habe mir gedacht, komm, gönn dir. Wir swatchen Dallas, Sugar Bomb und Georgia. Dallas, Sugar Bomb und Georgia. Bin mal gespannt. Dallas, Sugar Bomb und Georgia. Und dann kommt den Hoola, machen wir nochmal dabei. Sonst wäre es ja der einzige, den wir nicht swatchen. Und den Cookie heilen. Okay. Ja. Okay. Also das ist die Cheek Reunion Tour. Hab ich ja schon gesagt. Dallas, Sugar Bomb, Georgia, Hoola und Cookie. Die wollte ich einfach haben, weil mich diese Blushes so interessieren. Und irgendwas riecht hier. Ich weiß nicht, welcher von denen. Hat da von irgendeiner einen Geruch normalerweise? Ich weiß es nicht. Aber es riecht irgendwie so fruchtig, frisch. Vielleicht ist das der Georgia Highlighter. Ja, irgendwie der Name Georgia und so ein bisschen die Farbe, es erinnert mich so ein bisschen an Orangina. Vielleicht ist das jetzt auch in meinem Kopf zusammengesponnen, dass ich das Gefühl habe, dass es deswegen so riecht. Man weiß es nicht.
wir die Ablage hier wieder drauf. Und dann schieben wir das zur Seite. Jetzt machen wir nämlich erstmal hier das Gesicht. Auch da möchte ich heute was ausprobieren. Und zwar habe ich das in dem Video gesehen von Jackie Einer. Die macht Primer. Also die hat, ist auch eine ölige Haut. Und die macht Primer. Und dann settet ihr das mit, also Puder vor Foundation. So ein bisschen. Und in ihrem Video habe ich, ich kann ja schon mal, während ich hier die... Also sie hat ja noch so ein paar Sachen auch gesagt. Also sie benutzt auch keinen Mattifying Primer. Okay. Und sie hat gesagt, sie nimmt ein loses Puder am Anfang. Also es war so ein zweigeteiltes Video. Einmal, wenn das auf der Nase nicht hält, das ganze Gedönse, was man da machen kann, so ihre Tipps. Und halt. Und sie nimmt ein Puder, was leichte Deckkraft hat, ein loses, wenn sie den Primer damit settet. Das ist nur das, was ich habe. Also ich habe mich jetzt bewaffnet. Und als Primer, dann nehme ich jetzt einfach mal hier den, weil das wollen wir ja dann auch testen, ob mich das matt hält, diese Methode. Und da wir ja gelernt haben, oder ich, das ist aber auch kein Mattifying Primer. Ich meine, warum sollte er mich matt halten? Ich probiere das jetzt einfach, ob das was wird. Das sehen wir dann. Ich hoffe, wie gesagt, ich will damit eigentlich noch ein Video drehen. Und ein Foto von mir selbst machen. Ansonsten ziehe ich mir eine Tüte beim Kopf oder so. So. Ich mag den Geruch von dem Primer. Es liegt vielleicht an dem Lichtschutzfaktor, aber der könnte. Macht Sinn. Riecht nach Sonnencreme. Ich mache mir das immer, also das ist jetzt zum Finger abputzen, aber unter diese losen Puder lege ich mir immer ein Tuch, weil ansonsten sieht es hier aus wie Sau. So, also jetzt nehmen wir dieses Catrice Extreme Blur Loose Powder und dann setzen wir hier den Spaß mal. Wow, das ist der Wahnsinn, wie fein das ist. Also sie nimmt dafür auch den Schwamm tatsächlich und dann sette ich jetzt mal meinen Primer. Also das lose Puder hat jetzt nicht so eine Coverage wie das lose Puder, was sie hat, weil das war ja richtig eingefärbt. Das ist ja, was sie da hat, ist glaube ich tatsächlich auch dafür gedacht, so ein bisschen Coverage zu geben. Das ist ja dafür, das hier ist jetzt ne, dafür nicht gedacht. Nimm ich auf? Ja. Nein. Nimmst du nicht. Du bist ein Vollhorst. Komm doch mal aus der Ecke da raus. Ich weiß jetzt auch nicht, reicht das jetzt? Ich bin abmattiert, oder? Hier noch mal ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob da viel hilft, viel das Motto ist. Das ist ja jetzt hier Probefahrt, ne? So. Zu meiner Haut muss ich nichts sagen, oder? Nee. So, und jetzt abgeht. Und also da probiere ich jetzt auch dieses Nasen, wobei ich da jetzt nicht so die Probleme habe. Aber sie hat halt auch gesagt, um das so ein bisschen zu verhindern, nicht direkt Foundation auf die Nase, sondern, wir gucken mal, wie viel es deckt, sondern daneben, so wie hier, und dann mit dem Rest, was am Schwämmchen ist, über die Nase drüber gehen. Das da halt nicht so, das habe ich aber den Hitch beim Primer auch schon machen sollen. So. Und wie man sieht, verteilt sich die Foundation nicht. Gut, dafür benutzt sie tatsächlich einen Pinsel. Also für das Foundation-Auftragen hat sie dann einen Pinsel genommen.
Also doch, jetzt. Jetzt. Irgendwie reicht mir das nicht. Ich meine, also die Perfect Match ist jetzt auch keine Full Coverage Foundation, gell? Das, ich gucke mir das gleich erst an, ob es eine Katastrophe ist. Ich hoffe immer nicht. Ich meine, natürlich ist, wie gesagt, also ich glaube, sie hat den Puder von Laura Mercier. Kann natürlich sein, dass das nochmal ein ganz anderer Schnack ist als hier meine Puder. Ne? Das ist so ein bisschen an den Produkten liegt, die ich zusammen verwende. Aber man arbeitet mit dem, was man hat. So. Bis auf diese im letzten Video schon angesprochenen extrem trockenen Stellen, die trotzdem nachölen, die ich aktuell habe, geht es. Also ich habe jetzt hier, sieht man das sehen kann, da wo halt hier auch na, diese roten. Da schält sich halt die Haut auch extrem. Da sieht es halt kacke aus, ne? Was heißt kacke? Geht auch noch, aber. So, jetzt habe ich hier noch so ein bisschen. Und das nehmen wir jetzt mal hier für unsere Nase rum. Voll sonnig heute. Aber arschkalt. Aber ich war schon mit der Katze. Und der Balkon. Wir haben so ein Bee-In, so ein Insektenhotel. Da ist aktuell, da geht die Party ab, Freunde. Und das hängt halt, ja klar, an der Wand vom Balkon. Und da sitzt die Katze immer ganz gespannt unten drunter. Das sind diese kleinen süßen Hummelchens, die wohnen da. Und wir haben, ich kenne mich mit Vögeln nicht so gut aus, ja. Aber wir haben Vögel. Der eine hört sich immer an wie so eine Uzi und der andere immer wie so ein Laser, so eine Laserkanone, so ein Drrrr, piu, 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 Drrrr, piu, 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 piu. Und so geht das hier den ganzen Nachmittag. Und mir ist das letztens, ich weiß nicht, das ist so, ne, wahrscheinlich kam mir diese Erkenntnis und natürlich habe ich die gerade mit meinem Freund geteilt und er hat sich danach bedankt, weil er gesagt hat, jetzt hat er auch das Kopfkino. Vielleicht habt ihr jetzt auch das Kopfkino, wenn ihr diese... Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was, falls ihr das wisst, was für Vögel das sind, die zwei, könnt ihr das gerne. Ich finde das ja immer faszinierend, wenn man sowas... Ich habe auch einen Bekannten, der das kann. Ich finde das ja immer... Ich weiß nicht, warum ich das jetzt mache. Ich finde das immer faszinierend, wenn man das so kann. So. Hm. Ja, also wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten nenne ich sie weiterhin Uzi und Laserschwert. Ich nehme jetzt mal hier das Gerät und... Einfach nur so ein bisschen. Mit dem muss man echt aufpassen. Das lasse ich jetzt so. Das mache ich eigentlich sonst nie. Also Concealer ist das. Es sei denn, ich benutze es im Alltag so tutti kompletti und klatsche mit dem Puder drüber. Also ganz oft, dass ich das dann... Aber hält gut auf. Halleluja. Naja gut, ist ja auch alpina Wandweiß. Ich glaube, das ist die hellste Farbe. Porzellan. Keine Ahnung, was die heißt. Das ist 320. Von der Nummer wird mir jetzt... Ist das hier ein bisschen mehr wie hier? Von der Nummer wird mir jetzt sagen, es ist nicht der hellste, ne? Richtig verblenden. So. Und nun hat die liebe... Hi. Das ist zu hell. Ah, da kommt ja noch Lidschatten drauf. Jetzt, dann hat die Jackie einer, das, so wie ich das ja auch mache, das Gesicht gesettet mit einem schön süßen Powder wieder mal. Das war ein bisschen viel. Schnee im Sommer.
Aber das, also das mache ich ja auch schon ganz oft. Frau Unfug hat gesagt, der Too Faced Chocolate Soleil, den ich mir... Der interessiert mich ja auch, ne? Seitdem ich den auch schon gesehen habe bei anderen. Jetzt hat sie gesagt, der riecht nach Kaffee. Heute ist das Geißlein auch wieder in die Uhr eingebrochen. Und dann sitzt sie da drin und kratzt von innen an der Wand der Uhr, wo ich mir denke, wo willst du denn hin? Und sie schläft noch so, das sieht furchtbar aus, finde ich. Also, hier sieht es jetzt nicht so intensiv, aber wenn ich da hingucke, naja, wir warten mal. In unserem Dreckwäschesammler schläft sie auch. Vielleicht mag sie den Geruch von Socken benutzt. Getragene Socken. Sollen wir auch den Hula benutzen? Komm, jetzt ist er da drin. Dann benutzen wir den doch mal, den Hula. Ich würde jetzt diesen Ebelino aus dieser, den schönen Blümchen, benutzen, weil der so fluffig ist und ich da die Hoffnung habe, dass es nicht so viel ist. Au. Natürlich haue ich mir wieder hier die Knochen an. War ich da jetzt zu leicht drin? Aber man hat ja schon was drauf, ne? Ich werde euch dann im nächsten Video sagen, also ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt heute noch eins drehe, ob man da schon Resultate sieht, ob das hier modsmäßig was gebracht hat. Aber spätestens dann, wenn ich an einem anderen Tag noch eins drehe, werde ich euch sagen, ob das hier mit dem, das ist zu wenig, Puder for Foundation, ob das was gebracht hat. Hier sieht es fleckig aus, aber da habe ich Flecken. So, Blush. Ich würde tatsächlich total gerne diesen Dallas ausprobieren. Blush, Blush. Schön. Das ist natürlich jetzt wieder so natürliches Tönchen. Ich glaube, das ist der, der riecht. Sollen wir da ein bisschen Georgia drüber geben? Einfach so ein Dips. Sieht man da jetzt einen Unterschied? Aber ich finde es schön. Wieso probiere ich immer solche neuen Sachen aus? Highlighter Brush, mir geht natürlich ein Cookie. Also ist eigentlich ein Contour Brush. Halleluja, okay. Bin ja nur ganz leicht reingedipst. Piep. Ich buffer den so ein bisschen ein. Da muss ich noch ein bisschen. Nee. So, ein bisschen on the nose. Lippenherz. So ein bisschen. Lippenherz. Jo. Cool. Cool, cool, cool. So. Die Reunion-Tour, das hatte man. Und jetzt Lidschattenprimer. Lidschattenprimer Augenbrauen. Nehme ich wieder den von Urban Decay.
Schnups. Vielleicht sieht das jetzt gleich ein bisschen angepasster aus, wenn ich meine, der nimmt ja schon so ein bisschen Farb aus dem Lied. Also gleich das an. Sehr Eden. Zur unteren Augenpartie. Es wurde sich auch meine Lidschattenpalettensammlung gewünscht. Ich kann euch sagen, es gibt einen Dreiteiler mindestens. Eine Amatee diesmal ohne Minze. Also pura Mate. Catrice Augenbrauen Mopedchen. Bürsten. Pinsel. Ich wollte auch eigentlich heute viel früher schon drehen. Aber dann kam in Sachen Homeoffice was dazwischen. Das wollte ich dann erst machen. Und dann war das dann... immer wenn ich gedacht habe, so jetzt ist es, jetzt hast du das erledigt und ne? Immer wenn ich dann aufstehen wollte, kam was Neues. Und dann habe ich das noch gemacht und dann kam was Neues. Und also am Ende war es dann so, ich musste meinen Beauty-Schwamm nochmal nochmal nass machen. Der war schon wieder trocken. Aber gut, so habe ich einen Großteil von meinem heutigen Homeoffice schon gemacht. Und dann mache ich den Rest noch später, Peter. Und dann passt das doch. Augenbrauen gehen. Aber ich glaube, wenn ich das gedreht habe, dann gehe ich erst noch mal kurz mit der Katze raus. Unser Balkon. Sieht man sich halt eine Jacke an. Wobei der Katze war das, glaube ich, auch ein bisschen fresh. Als wir dann nämlich wieder rein sind, ist sie direkt und hat sich dann auf eine Heizung gelegt. So. Nun kommen wir dazu. Als erstes nehme ich wieder einen Pinsel, um die Lidschattenbase zu setten, nehme ich First. Wobei, im Unfug-Style, ich hab tatsächlich mir auch das Marshmallow-Powder, Deckel, das steht hier drin und das benutze ich tatsächlich so. Es steht da drin, ich mache einen Deckel ab und dann dipse ich da rein. Und die Frau Unfug nimmt das ja auch gerne zum Setten der Lidschattenbase und dann mache ich das jetzt nach. Ich gucke immer so cool, also darf man sich ja gar nicht angucken, was man für Fratzen sieht beim Schminken, dass das am Ende was aussieht. So, wie juckt es in der Nase. Wir nehmen jetzt erstmal einen großen, fluffigen Blenderpinsel, das war meine Essence LE. Und dann gehen wir in, ich habe mir ja mal Gedanken machen können, wir gehen jetzt in Intense. Und okay. Ich denke, den kann man sehen, oder? Erstmal so ein bisschen unordentlich dahin. Ich glaube echt, die untere Augenpartie ist zu hell. Oder ist das so? Muss das so? Muss schon mal gerade gar nicht. So. Ich lege den mal dahin. Vielleicht brauchen wir den noch. Einen anderen. Das ist jetzt dieser Real Techniques. Achso, ich könnte mir auch mal mein Pinselreinigungsmopädchen hinstellen.
Und dann gehen wir, ich würde sagen, in Seoul, um das ein bisschen abzudunkeln. Okay. Einmal reingedipst und ab geht der Peter. Ich bin heute still. Kann das sein? Entschuldigung. So. Und natürlich muss ich was mit den Lilatönen machen. Deswegen gehen wir jetzt. Wir gehen in Commitment. Ich habe meine Pinsel umsortiert. Wo habe ich sie denn? So ein Essence-Pinsel. Commitment ist der Cream to Powder. Den geben wir uns jetzt dann außen hin. Ich bin ja gespannt, ob man diese Cream to Powder, ich sag mal, stinknormal benutzen kann. Ne? Aber bisher. Ich möchte hier gerne mal die Klötze zumachen, dann sehe ich nicht, was ich fabriziere. Oh, eine Wimper. Wünscht euch was. Mhm. Knoten in Arm machen. Schöner Ton. Das war auch übrigens mitunter der Ton, den ich bei der lieben Jenny vom Kanal Jenny's Highlights in Action gesehen habe, wo ich gedacht habe. Sie hat den, glaube ich, komplett auf dem ganzen Lied benutzt. Sie hat also zwei verschiedene Augen geschminkt. Und den komplett auf dem ganzen Lied benutzt. Und das sind so Lilatöne, die hätte ich mir in der Blattlast gewünscht, tatsächlich. Also so, diese kühlen Lilatöne. So. Mhm. Nun geben wir uns den anderen Trust. Auf den Rest vom Lied. Guck, ob das was wird. Okay. Okay, ob man da jetzt so viel Unterschied zwischen den Lilatönen sieht. Ich glaube, ich muss den anderen noch mal ein bisschen aufbauen. Der hat, und ich bin da so einmal so piep drauf. Da sehe ich wieder Cornhaut. Also, wenn ich mich schminke, sehe ich da gar nichts. Das ist wieder dieses Erahnen. Oh. Ich kann ja hier nicht in den Spiegel krabbeln. Geht ja schlecht. So. Und jetzt versuchen wir Commitment noch mal ein bisschen. Vielleicht muss man den auch mit dem Finger. Ja, oder jetzt sieht man den doch. Ja. Den Unterschied sieht man. Ja, okay. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen unordentlich aus. Ich pushe mal ein bisschen. Upsi. Diese Cream-to-Powder-Dinger lassen sich auch verblenden, tatsächlich. Lila halt, ne? Nehmen wir noch ein bisschen Trust. Fragt mich nicht, was ich hier mache. Ich weiß auch noch gar nicht. Ich würde mir gerne noch was Schimmerndes oben drauf geben. So
Auf die Mitte? Ich weiß nicht. Was? Noch nicht. Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Mhm. Jetzt nehmen wir nochmal den fluffigen und gehen jetzt nochmal in Intense. Das ist der vom Anfang. Und blenden das nochmal ein bisschen nach oben. Heute rasten wir halt komplett aus. Nee, geht ja noch. Das geht ja noch intensiver. Einfach nur Spaß haben. So, jetzt gucken wir. Wir hätten Pure Love. Giving. Pure Love, hm? Ja, so ein bisschen Schimmer hat es jetzt auf dem Auge. Also, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Doch, oder? Mhm. Ein Tupfer. Ich jetzt ein bisschen Fallout. Ja, ein bisschen. Ich finde das bei mir manchmal, das ist ja genauso wie mit Unreinheiten. Dadurch, dass ich ja auch, also es sieht da, wo meine Haut extrem trocken ist, furchtbar aus. Warte, gucken wir dann nochmal mit dem Fixing Spray. Was wollte ich vorher sagen? Achso, auch mit Unreinheiten, weil ich ja ganz viele Freckles, bin ich jetzt blöd? Muttermale sind es nicht. Sommersprossen. Heide, Witzke. Weil ich viele Sommersprossen habe, ist das immer so ein bisschen du Freund oder Feind? So. Ich gehe jetzt in Blind, in das Silber und gebe mir den in den inneren Augen. Geht gut. Also ich glaube tatsächlich bei dem... Ja, wobei... Oh, das schimmert schon schön. Könnt ihr das erkennen? Ich wollte gerade sagen, bei dem Cream to Powder muss ich mal ein bisschen gucken, aber ich glaube, das geht gut. Klar, du. So, und nun möchte ich ganz gerne in Dream, das ist der andere Cream to Powder, und mir den unten hinlegen. Bin jetzt gerade im Überlegen, mit dem schon. Nee, ich nehme dazu erstmal so einen angeschrägten. Gib mir den so dahin. Genau so gebe ich mir den dahin. So, direkt an den Wimpernkranz. Hier bei uns im Nachbarn, im kompletten Umkreis. Wird gemäht und gehäckselt und och, du liebe Zeit. Naja gut, wie gesagt, es ist ja schön sonnig draußen und kann man ja machen, wenn man sonst nirgendwo hin kann. Soll, darf, wie auch immer. Sollte. Stay at home.
Aber ich habe echt gedacht, also vor allem, weil das geht schon seit einer Woche so. Der arme Rasen. Irgendwann ist kein Rasen mehr da. So, jetzt gehen wir in den und gehen in Soul. Diebsen da rein und dann blenden wir das damit ein bisschen auf. Ich habe gerade gar keinen Plan, ob meine Lippenstiftauswahl dazu überhaupt in irgendeiner Art und Weise passt. Wo hörst du hin? Hier. Mal kurz hier, der ist sauber gemacht, noch ein bisschen drüber fluffen. Aber das gefällt mir ganz gut so. Das lasse ich jetzt auch erstmal. Ciao. Ich möchte ganz gerne, damit das hier nicht so viel nach Liebe aussieht, ich mache mir den oben und unten hin. Das ist Urban Decay 24/7 Waterline Eye Pencil in Legend. Oh. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Schon wieder gucke ich nicht hin. Ich kann das nicht. Ich konnte das. Also jetzt trage ich ja Brille, aber auch als ich die Kontaktlinsen getragen habe, ich konnte da nicht hingucken. Das klingt komisch, ich kann da nicht hingucken. Ich kann das nicht sehen. Und nun Wimpers. Better Than Yours von, ich habe was im Auge, von Rivaldo. Von, ich habe was im Auge. Ich finde die echt gut. Und ich finde die im Umgang mit meinen unteren, im Umgang, in der Handhabung, also für die untere Wasser. Nee, oh. Einatmen, ausatmen, dann nochmal von vorne. Für die unteren Wimpern finde ich die leichter zu handhaben als meine Miss Baby Roll. Aber das liegt einfach an den Fasern. Ich finde Faserbürstchen, ich persönlich finde Faserbürstchen, mit denen komme ich an den unteren Wimpern besser klar als mit Gummibürstchen. Und da die Miss Baby Roll eher ein Gummibürstchen hat und hier die ein Faserbürstchen, komme ich mit der im Vergleich zu Miss Baby Roll an den unteren Wimpern. So, das müssen wir jetzt mal kurz trocknen lassen. Ich habe mich da eingedatscht. So viel zu besser zurechtkommen. Kann man das überhaupt sehen durch hier dieses? Also was ihr jetzt vielleicht auch seht, sind hier diese trockenen Stellen. Aber wie gesagt, natürlich, wenn jetzt die Methode funktioniert, ölt meine Haut da ja eigentlich jetzt erstmal nicht nach. Wir werden das sehen. Aber da kann ich jetzt nichts dafür machen. Da hängen mir Hautfetzen vom Gesicht. Machen wir mal kurz sauber.
So, Ölchen ab. Fixing Spray. Ich finde übrigens, es gibt viele, die diesen Sprühkopf von Love nicht so mögen. Ich finde ihn ganz gut. Ich habe es eingeatmet. Ist, glaube ich, wie gesagt, parfümiert. Aber ich finde den Sprühkopf gut. Also ich werde mir andere Fixing Sprays wahrscheinlich... Ich habe mir nämlich jetzt auch... Das ist auch schon wieder ewig, steht das hier. Ich finde es nicht. Wo habe ich das hingepackt? Bin ich doof? Hier. Ist mein Vorrat, wie auch immer. Dafür mag ich aber den Sprühkopf nicht so. Das ist mir so... Und ich glaube, das fühle ich dann um. Stehen die mir in alle Richtungen ab, gell? Dabei föhne ich die morgens echt so ein bisschen nach innen wenigstens. Also ich probiere es zumindest. So, jetzt haben wir hier nochmal abgestempelt. Das war ja herzallerliebst. Oh. Erst Fixing Spray. Dann Mascara. Ich habe hier irgendwo was im Auge. So, das haben wir. Jetzt geht es um die Lippen. Ich habe immer noch was im Auge. Ich werde wahnsinnig. Wo ist es? Moment. Irgendwo hier. Wir werden das finden. Lippen. Habe ich mir hier vier Auswahlmöglichkeiten hingestellt. Einmal ist auch neu bei mir eingezogen. Ich habe das Video von Frau Unfug gesehen zu den Powder Matte Lipsticks. Und ich habe jetzt die komplette Range. Ich habe die Lücken gefüllt. Ich habe ein Set entdeckt für einen super guten Preis bei Kleiderkreisel. Zwei Farben hatte ich davon ja schon. Ach, ich hole sie einfach. Sehe erst bei 48 Minuten, das ist ja wohl nicht wahr. Ich habe mir jetzt meine geile Hose gesehen. Zwei hatte ich ja schon. Drei. Die drei. Die 15 Smoky Taupe, die 25 Chilling Grey und die 30 Concrete Jungle. Und jetzt habe ich alle. Und die swatchen wir jetzt alle. Wir fangen an mit der 05 Cruel Ruby. Die gibt es nicht mehr, Freunde. Die haben die still und heimlich rausgenommen. Ich bin ein bisschen erbost. Das ist ja dieses Powder Matte Finish. Das finde ich echt gut. Also Cruel Ruby. Nocturnal Rose. Und das ist der, den ich mir jetzt auch hier hingelegt hatte. Cruel Ruby, Nocturnal Rose. Dann Smoky Taupe. Den hatte ich schon. Weil ihr werdet sehen, warum. Gräuliches Pink oder gräuliches Lila Pink, wie auch immer. Dann, und das macht mich wahnsinnig, wir haben die 05, die 10, die 15, die 25. Gibt es auch eine 20 von? Ich habe keine gefunden. Die 25, die hatte ich auch schon, Chilling Grey. Grau-Lila.
Also wenn ihr das wisst, dass es davon die 20 gibt, sagt mir mal Bescheid und sagt mir, wo ich das kriegen kann. Das macht mich kirre. Kommt noch eins, pass auf. Dann haben wir nämlich die 30, jetzt ist es wieder normal. Das ist Concrete Jungle, das ist der, den hatte ich auch schon. Bitte. Geil. Das ist für mich ein Alltagston. Chilling Gray und Concrete Jungle tatsächlich. Dann 35 Carniel Brown und den hat Frau Unfug nämlich in dem Video getragen. Ich dachte, ich raste aus. Ich gehe die Farben gleich nochmal komplett durch. Und jetzt kommt es nämlich wieder. Wir haben keine 40, sondern nur noch die 45. Falls ihr wisst, dass es die 40 gibt, auch hier, ne? 20 und 40 wird gesucht. 40 ist Smoky Jade. Grün. Dunkles. Geiles. Grün ist halt was für spezielle Anlässe. Nochmal. Das sind's alle. Cruel Ruby. Nocturnal Rose. Smoky Taupe. Chilling Gray. Concrete Jungle. Carniel Brown und Smoky Jade. Und rausgelegt hatte ich den hier. Aber die wollte ich jetzt einfach, das wollte ich jetzt einfach mal einwerfen, dass man die mal alle gesehen hat. Läuft bei mir. So, und jetzt swatche ich euch mal alle, die ich jetzt für das Make-up rausgelegt habe. Also, Nocturnal Rose. Ich versuche jetzt mal einfach so zu swatchen. Vielleicht treffe ich da nicht so den Knochen. Dann, Frau Muffin, die 140 Soloist. Wie oft stehen schon drauf hatte, seitdem ich den habe. Ist unglaublich. Dann, wie ich herausgefunden habe, dass das ist My Lips But Better und zwar von Revolution, die hatte ich mir ja geholt, aus der Halloween LE, letztes Jahr sind die. Achtung, My Lips But Better Farbe ist Corpse Bride. Kann man das lesen? Corpse Bride. Das sind sie jetzt. Die beiden sind sich sehr, also gehen so ein bisschen, ne? Ja, bei. Aber das ist jetzt Nocturnal Rose, Soloist und Corpse Bride. Und, weil ich dachte vielleicht, ich habe den noch nie getragen, den habe ich jetzt zu Valentinstag von meinem Schatz geschenkt bekommen, die 297 Red Passion. In diesem geilen Design hier. Es ist halt ein Rot. Weiß ich jetzt nicht, ob das passt. Ich dachte aber, my love, Herzchen und Valentinstag. So, und jetzt geht's los. Ich tendiere ja zu Corpse Bride. Ein bisschen nudie gehalten auf der Lippe. Ich mach den mal drauf, wenn es kacke aussieht, machen wir ihn wieder runter. Seht ihr das? Ist ein bisschen dunkler, aber vom Ton. Also ich finde, das ist eine My Lips But Better Farbe. Frau Unfug hat eine wunderschöne Lippenform. Da könnte ich ja stundenlang zugucken, wie sie sich Lippenstift aufträgt. Frau Unfug, ich hätte gern ein Lipstick-Swatch-Video auf deinen Lippen. So. Von allen. Hm? Gefällt mir. Jo, ja, ja. Ist für mich halt ein Newton, ne? Ist ja auch, geht ja auch in die Richtung. So gräuliches Nude, bla bla. Ja. Das, Freunde, ist mein Liebeslook.
Moment. Ich krieg hier gerade. Das Tuch kriegt hier gerade Problemchen. Ja, das ist mein Look zur Natasha Denona Love Palette und auch zur Cheek Palette. Also ich gehe mal davon aus, dass das schon eher dezentere Farben sind. Aber das ist ja so my cup of tea. Wobei jetzt in letzter Zeit, ne, probiere ich auch gerne ein bisschen rum. Den Lippenstift mag ich. Also den habe ich auch schon ganz oft getragen, weil mit dem unteren Augenbereich weiß ich immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Vor allem, weil meine Nase jetzt in der Kamera, hier geht's, da sehe ich aus wie Rudolf. Aber gut, der Look gefällt mir, der Augenlook. Natürlich gibt es halt immer was, wo man sagen kann, das hätte man jetzt besser machen können, aber ich ganz ehrlich, hätte Fahrradkette. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also wie gesagt, der Tag steht noch an. Aufgebraucht möchte ich noch drehen. Und ich habe ja hier noch so ein paar Palettchen, die ich noch vor der Kamera Probe fahren möchte. Unter anderem habe ich auch, glaube ich, die schon mal Probe gefahren, die Viseart. Und die, habe ich die schon mal Probe gefahren? Ich glaube auch nicht, ne? Also und die von Reva Loves Me habe ich ja auch noch. Also da haben wir noch so ein bisschen was zu tun. Und ja. Und die Palettensammlung. Wobei, da brauche ich echt eine ruhige Minute, da ist jetzt, das dauert. Da muss ich mir vorher nochmal Gedanken machen, ob ich das dann, keine Ahnung, wie ich das aufteile, dass ich dann sage, ich mache jetzt erst hier die hier auf den Regalen sitzen. Oder wie auch immer. Dass das wenigstens so ein bisschen aufgeteilt ist. Weil in einem Nope. Kann ich auf Twitch einen Livestream machen über 6 Stunden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr Videowünsche habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Insofern das in der Macht des Möglichen bei mir liegt. War das jetzt richtig? In meiner Macht steht. Solange die Macht mit mir ist. Egal. Nun, werde ich es auf jeden Fall machen. Und bleibt daheim, bleibt alle gesund. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.